Sometimes I get a little grainy shade of jealousy. In truth, it's how I know that you're the one for me. And when you see in red, come over, we can talk it through. I'll throw a warmer shade on your colder moods. Yeah. Drip, drip in the canvas frame. Take a second to appreciate the beautiful mess we make. I don't wanna paint by numbers. Ooh. Sonntag. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich was übers Wochenende filme. Also separat. Aber das ist jetzt anders gelaufen als geplant alles. Und ich habe heute jetzt den Tag so ein bisschen für mich so genutzt. Wie Musik gehört, das gelesen. Ich glaube, es ist jetzt kurz nach 4. Und ich wollte jetzt mal anfangen, was für die Uni zu machen. Nach den Zoom-Meetings ist dann abends noch ein Discord-Treffen von der Uni. Für die Erstis, das haben wir mit der Fachschaft organisiert, weil das jetzt im Moment ziemlich scheiße für die ist. Weil die ja gar keine Möglichkeit haben, sich kennenzulernen. Ja. Ich wollte eigentlich am Samstag anfangen, eine Website zu machen. Oh, ich bin so müde. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich einfach nur noch an den Schreibtisch setzen. Was schreiben. Wäre toll, die sagen, ich so viel machen. Ich hab keinen Bock. Und ich werde viel Musik hören. Ja. Und ich warte noch die ganze Zeit auf ein Kleid. Von Vinted. Ist immer noch nicht angekommen. Vielleicht schreibe ich der Person nochmal. Jetzt geht's ans Arbeiten. Hoffentlich kriege ich irgendwas gebacken. Ich glaube nicht. Sometimes I get so blue, there's no one getting through. But you come sliding down in honeysuckle, cream and nude. Drip, drip from the canvas frame. Take a second to appreciate the beautiful mess we make. Jetzt noch mal gucken, der steht wahrscheinlich auf dem Adobe Absatz. Setzer, ja? So, dann geht's weiter mit der Elena. Ja. Ich würde das einmal zeigen, was ich geschafft habe. Aber ich habe diese Woche nicht so viel Neues geschafft. Hola! Mal von einer anderen Ecke.
Ich hatte gerade das Zoom-Meeting für Editorial Design. Und nächste Woche ist einfach das letzte vor der Prüfung. Und ich bin richtig müde, weil ich früh aufstehen musste, weil ich gestern Abend nichts mehr für Editorial Design gemacht habe. Und deswegen heute Morgen da noch ein bisschen Überschriften einfügen musste, weil ich gestern mein Zimmer wieder umgeräumt habe. Ich würde sagen, Prokrastination schlägt wieder zu. Also ich weiß, ich habe gesagt, bevor ich stelle das so Zimmer nicht mehr um. Ich bin sehr zufrieden so. Aber also ich bin auf jeden Fall sehr sicher, dass das Bett da bleiben wird. Also das ist auch entweder da in der Ecke, wo es war, oder jetzt so, wie es jetzt war. Ja. Aber ich frühstücke jetzt erstmal. Ich bin richtig fertig irgendwie. Aber ich habe wie ein Baby geschlafen. Das ist doch gut. Und ich zeig dir mal das. Man kommt hier rein. Und hier ist dann. Jetzt ist der Schreibtisch so rumgedreht. Das Bett stand vorher da. Und die Kommode stand vorher hier. Und jetzt ist das alles hier ein bisschen verteilt an der Seite. Jetzt gar keinen Sinn. Ich probiere gerade meine alten Sachen an, wo ich nie sicher war, ob ich die verkaufen kann, will oder alles. Irgendwie weiß ich nicht, was ich von der Hose denken soll. Ich habe keine Ahnung. Punkte und Karos. Einkaufen. Ich habe das Meeting ausfallen lassen, Grafikdesign, und war gerade einkaufen für die WG. Ich bin nicht hier fertig, sehe ich auch aus. Und dann wollte ich gleich noch duschen gehen und dann generell einen entspannten Abend machen. Vielleicht noch planen, wie die Prüfungen so ablaufen. Ich habe keinen Plan, gar keinen Überblick mehr. Ich glaube, alles ist übernächste Woche auf einmal. Boah, ich bin richtig fertig und ich bin müde. Habe ich schon gesagt, dass ich müde bin? Warum gibt es das als Karte? Deswegen mache ich die Kamera nicht, weil die nie bei den Dächern einstellen soll. Hola. Oh, meine Haare sehen aus wie Müll wieder. Meine Brille ist dreckig. Ich habe gerade mit Fiona ein kleines Fotoshooting veranstaltet. Für einen Beitrag bei Gemeinsam frei. Da habe ich gleich noch mit Maike ein Meeting. Und mein Paket ist angekommen. Für einen Laptop passen die nicht, die ich fürs Handy habe. Oder er hatte, dachte ich. Und dann habe ich mir die bestellt. Und natürlich gestern habe ich sie dann gefunden. Das Lustige ist,
die waren in meiner Mütze drin. Und die Mütze habe ich noch getragen. Also irgendwie... Ich frühstücke jetzt erstmal noch was. Ich wollte eigentlich früh aufstehen, war auch wach um 9 und bin dann wieder eingeschlafen. Sonst werde ich heute nur was für Editorial Design machen. Ich muss die ganzen Texte noch schreiben. Ich habe gestern mal geschaut, wann die Prüfungen sind. Und war ein bisschen geschockt, weil ich dachte, zum Beispiel Grafikdesign wäre eine Woche später. Aber das ist jetzt schon nächsten Montag. Und das letzte Meeting war ich gar nicht da. Weil ich dachte, das wäre erst nächste Woche. Wir hätten noch eins. Ja, deswegen, ich glaube, heute kommt nicht mehr viel. Und morgen versuche ich das Video zu schneiden. Ich im Kopf hatte hier Präsentation von Grellmann. Da mache ich nicht mit. Mal an. Hast du dich abgemeldet oder bist du noch angemeldet? Weil ich habe mich nicht abgemeldet. Ich habe mich abgemeldet, aber du hast bis einen Tag vor der Prüfung kannst du dich abmelden. Okay. Kannst du das nochmal groß einblenden mit dem blasseren Grün? Ja. Ist diese Woche schon Prüfungswoche oder erst nächste Woche? Ich weiß es gar nicht. Nächste Woche erst, ne? Ja. Wenn man möchte, sehr weit bleiben. Jemand, der das Licht gesetzt hat, jemand, der die Figuren gebaut hat. Jetzt geht natürlich die Sonne wieder weg. Ich habe gestern gar nicht das Video geschnitten. Also ich habe noch gar nicht angefangen. Irgendwie war gestern nicht mein Tag. Und auch heute war ich ganz entspannt. Ich wollte jetzt gleich noch veganes Zupfbrot backen. Und dann am Wochenende mich an die ersten Prüfungen machen, also Abgaben. Irgendwie waren die letzten Tage nur Zoom-Meeting, bisschen arbeiten, Zoom-Meeting und so. Deswegen nicht wirklich spannend. Deswegen würde ich sagen, das war's jetzt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich weiß selber noch nicht, wie es geworden ist und alles. Ich habe aber, glaube ich, viel mehr Filmmaterial als sonst einfach. Besonders am Wochenende. Ja. Deswegen würde ich einfach sagen, bis nächste Woche. Und danach kommen vielleicht am Wochenende manchmal extra Videos in der prüfungsfreien Zeit und generell danach habe ich ein paar Sachen geplant, was zum Beispiel was mit Kochen zu tun hat, weil ich nicht kochen kann. Ist sehr gut. Mappenvideo und meine Abgaben im dritten Semester jetzt und meine Abgaben im Grundsemester, Grundstudium. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Wir sehen uns. Baby, let the girl squeeze.